Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Und wir haben letzte Aufnahme noch hier. Hören wir ja gerade schmissige Musik aus dem Radio. Und ja, zurück in einer neuen Aufnahme. Die letzte Aufnahme war, glaube ich, für mich jetzt vorgestern. Was jetzt also nicht so lange her ist und eigentlich auch eher irrelevant. Wir haben noch, daran erinnere ich mich, am Ende der letzten Aufnahme eine SMS gekriegt. Die ist quasi direkt reingekommen, nachdem die Aufnahme vorbei war. Deshalb checken wir mal die Nachrichten. So, was geht ab, Nico? Also von Little Jacob. Ich hänge gerade mit Real Batman ab. Der ultimative Don, komm bei mir vorbei. Easy. Little Jacob. So, Little Jacob ist auf jeden Fall ein cooler Typ. So, nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier raus. Genau, sehr gut. Dann schnappen wir uns jetzt erstmal den Wagen. Und ja, Leute, ich werde es irgendwann mal lassen, mich darüber... Es sieht einfach so gut aus. Ich muss es immer wieder erwähnen. Dafür, dass das Spiel echt jetzt schon wieder 6 Jahre alt ist, ist das unfassbar, wie gut das aussieht. Da merkt man einfach mal, dass sie mit der Grafik immer ziemlich voraus waren. Was echt heftig ist. Dobry den. Voll viele Russen hier. Wir fahren jetzt erstmal zu Little Jacob oder zu Faustin. Ich weiß es gar nicht. Little Jacob vielleicht, weil Faustin haben wir, glaube ich, letzte Aufnahme noch gemacht. Moment, dann biegen wir hier ab. Und ja, da fahren wir jetzt einfach mal hin. Einfach mal Mission machen, sonst habe ich, glaube ich, auch nichts Besonderes vor. Kommt das Spiel irgendwie immer zu laut vor. Also die Motorengeräusche irgendwie. Ja, komisch. Habe jetzt auch Windows Live deaktiviert, denn die Sache war ja die, ich hatte es ja schon in der ersten Folge und auch zwischendurch mal erwähnt, dass man ja sich quasi einmal bei Rockstar Games und, also bei Rockstar Social Club heißt es irgendwie, und einmal bei Windows Live anmelden muss, um das Spiel zu starten, was mega kompliziert war. Es ist wirklich viel zu unnötig gemacht. Das Spiel ist auch viel zu, ja, so, das ist ein bisschen schlampige PC-Fassung. Klar, sieht natürlich wesentlich hübscher aus, hat eine höhere Auflösung, ganz klar, aber es ist trotzdem eine ziemlich schlampige PC-Fassung. Und ja, ich habe jetzt Windows Live, glaube ich, deaktiviert, bis wir dürfen die Meldung jetzt nicht mehr angezeigt werden. Es ist, ja, es ist einfach ein bisschen unnötig, ein bisschen nervig. Generell ist das irgendwie ganz komisch mit Windows Live. Und ja, ich hoffe, also GTA 5 dürfen sie es auch lassen, weil Windows Live, soweit ich weiß, eh nicht mehr benutzt wird. Also das war irgendwie eine Zeit lang, aber ich glaube, Windows Live wird eh nicht mehr benutzt. Und in GTA 5 dürfen sie es ja, naja, so oder so lassen. Naja, okay, dann fahren wir jetzt mal zu Little Jacobs, sind wir ja schon hier. Und jetzt bin ich mal gespannt. Shadow. Boy, how are you? Eh? Oh, where you come from? How are you? Hey, man, I'm here to see Jacob. It's Nico. Nico? Batman, what's going on, sir? Some boy just beat off the door. Some boy just call himself Nico, say he want to see a road boy. Nico? I'm a boy that Batman, man. Yo, free up the boy, man, yo. Are you a boy that? Yeah. Sure. Boy that, yo. Come on, you. I know you just got to talk to Nico for one thing, man. You want to control the taxi? People door and thing, you have to be careful and thing. No, it's okay. Yeah, man, see, it's a, hey, don't worry, watch what you're doing, you know. See how your boy over there, son, Nico. Go deal with him soon. Oh, I'm Nico. You all right? Hey, no problem. As good an introduction as any other. Yeah, me hear that, you know. Anyway, some boy around with bad man, you know. I'm going to ask you a favor. Why not? Hey, my youth. Some boy them dip on the corner and thing, and boy them sell some things and thing, and I go on and I say, oh, them don't want to give me my money and thing, and every corner my corner and want my money and thing, you know. I know sweat I go in them. I want to deal with the case proper. You know, see? Alright. Let me explain. It's a business thing I go on down there. Right. They are selling weed, but they're not supposed to sell weed. And they're not cutting me. Okay. So when you go down there and deal with them. See? Right. It's not going to be cheap. Where do I find them? Cheap? Cheap, my youth. You worry about cheap? We now worry about cheap, you know. The boy them dip on the corner, I say the boy them other things on my corner that and thing and I say every corner on my corner and thing, I'm gonna write that to the boy them go on and say, oh, they wanna give me my money. Oh, something go on with that. Alright, hear me now. What Batman is saying is the boy them are some novice, see? You go find him when you go up on the corner of Alpha and Salt Button. See? When you go down and say, you're gonna see and just deal with them, see? Right, you'll find out how them work, alright? Alright. Alright. You want some of that spliff here? No, thanks. You sure? I'm sure. Alright, respect. Mario, yo, pass me some of that thing we have over there, sir. Alright, yeah. All like it. Ja, der Batman kann sich
auf jeden Fall sehr gut ausdrücken. Danke. Der Batman natürlich, ne? Nicht zu verwechseln mit dem Batman, dem Superhelden. Wir kümmern uns jetzt mal darum und scheinen daraus auch ein bisschen Geld zu kriegen. Also BZW hat ja Nico selbst gesagt, dass es etwas teuer ist, dass wir das jetzt erledigen. Und ja, ich denke, wir kümmern uns jetzt da mal rum. Wir haben ja Waffen, wir bräuchten echt mal eine Schutzweste. Ich hoffe echt, dass wir da mal demnächst eine kriegen. Ne, weil mit Schutzweste ist das Ganze nochmal ein bisschen sicherer für uns. Okay, dann kümmern wir uns mal rum. Ach, wir haben einen super Wagen dabei, ne? So, und jetzt gucken wir mal, wo das liegt. Ja, ich kann... Nein, bremsen! Oh, meine Güte. So, aber es ist natürlich schon cool, hier durch die Stadt zu cruisen. Kann man auch nicht anders sagen. Während ich irgendwelche Leute wegramme. So, okay, machen wir es mal. Die Zwischensequenzen sehen natürlich auch richtig super aus. Ganz klar. Bank of Liberty. Ist das da vorne? Das ist irgendwie... Das ist doch relativ weit entfernt. So, egal. Ach, okay, müssen wir über die Brücke. Oh Gott. Nein. Ah, feuchtig. Ist gar nicht gefährlich, wie wir fahren. Ja, ja, daran erinnere ich mich noch an damals, als ich das Ganze noch auf der PlayStation 3 gespielt habe, wie gesagt. Das hat echt Spaß gemacht. Also, macht jetzt auch Spaß. Und jetzt sieht es natürlich nochmal wesentlich hübscher aus. Ne? Mann. Jetzt kann ich mal derweil mal kurz gucken, wo... Ach, das ist schon ein bisschen entfernt. Na, jetzt! Alter. Nee. Leck mich. So. Moment, ich hier meine Fahrskills. Na, so. Okay. Ach stimmt, das sehe ich hier übrigens auch links auf meinem Monitor eigentlich mal die Auslastung. Ich habe da so ein Tool. Das habe ich jetzt eigentlich mal auf den zweiten Monitor gezogen, dass ich das jetzt auch sehe. Jetzt sehe ich auch die Auslastung, also... Wie sehr meine CPU aus... Was macht denn der? Boah, Leute, das ist gerade echt ekelhaft. Okay, cool, der Typ ist da hängen geblieben. Das ist echt sexy. So. Der Typ ist einfach... Hä? Also die KI ist manchmal echt etwas seltsam. Aber ich finde eher, dass es lustige Gegebenheiten dadurch gibt. Also ich finde das jetzt nicht wirklich störend. Kommen halt manchmal lustige Begebenheiten zustande. Die Reflexionen sind natürlich echt super hier auf der PC-Version. Kann man echt nicht anders sagen. So, okay. Da werden wir jetzt wieder auf dem anderen Teil der Stadt. Genau, hier erinnere ich mich auch noch dran. Also viele Orte erkenne ich ja echt wieder. Das hier zum Beispiel. Wiz is stronger than Thinkle. Ich glaube, es gab so eine Telefonnummer, da können wir anrufen, um uns den Liedtext, also um uns den Liednamen zu sagen. Das heißt, falls wir mal im Radio ein Lied hören, dann können wir da anrufen, dann wird uns der Interpret und der Song, und der Song halt gesagt. Das war echt richtig nice. Da habe ich echt coole Lieder gehört. Da habe ich mich erkundigt, wie die denn heißen. Weil hier natürlich auch immer coole Musik läuft, die ich jetzt hier meistens aushabe. Aus mannigfaltigen Gründen. So. Da läuft übrigens eine Note rum. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. I'm all out of product, dropping in to pick some up. Be ready. Folge dem Dealer zu Fuß zu seinem Lieferanten. Versuche unbemerkt in seiner Nähe zu bleiben. Ah, wieder so eine Verfolgungsaktion. Kennen wir ja. Die gibt es in GTA wie Sand am Meer. Oder, naja, sagen wir mal sehr oft. Was ich jetzt auch gucken muss, ne. Also in GTA hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Missionen oft wiederholen. BZW es oft ähnliche Missionen gab. Das war, glaube ich, so ein kleiner Kritikpunkt an GTA 4. Muss ich mal gucken, weil ich hatte das auch so in Erinnerung, weil GTA 3, Vice City und auch GTA San Andreas waren unfassbar abwechslungsreich, was ich immer noch unglaublich finde. Dass sie es bei diesen riesigen Spielen auch noch geschafft haben, das so abwechslungsreich zu halten, dass immer wieder neue Elemente kommen. So, ich will aufpassen. Wir haben jetzt leider keinen Balken, ne? In GTA San Andreas oder so hatten wir auch immer einen Balken. Haben wir auch, glaube ich, bei den Autofahrten. Ach Mann. Shit, Roman, I can't talk now. Damn. Das sind die da verschreckt, folge ihm weiter zu seinem Lieferanten. Was? Das heißt hier verschreckt. Finde ich auch ein bisschen lustig, weil Roman natürlich sehr oft anruft. Kann man, glaube ich, so abstempeln. Hä?
Ich bin noch nicht mal ansatzweise in der Nähe von dem. Oder hat er mich jetzt schon entdeckt und ich kann ihm einfach hinterher rennen? Geht's hier durch? Cool. Ist natürlich schon ganz cool, dass man hier in so ein eigenes Gebäude einfach rein kann. Na geil. Na los, na los. So, Leertaste rüber. Der Dealer ist im Apartmentblock, folge ihm, aber greife ihn nicht an. So. Ja, das ist echt cool, dass wir hier in so viele Gebäude rein können. Du bist zu weit weg, du musst den Dealer... Achso. Ballung, Ballung. Weg da, Bitch. Hallo, guten Tag. Der pinkelt an die Ecke, guten Tag. Ich störe sie mal nicht weiter. Stimmt, das war auch immer lustig. Also hier kann man echt so durch einige... Durch so einige Wohnblöcke kann man hier echt durch. Yo. Ist jetzt hier oben, oder? Bitte was? Beschwege das Schloss, um die Tür aufzubrechen. Hier? Meint er das hier? Ach man, das war... Ich glaube, wir sind schon zu... Oder? Moment. Kann sein, dass wir schon zu weit sind. Ach, okay, hier geht's. Ich bin verpeilt. Ah, beseitige den Dealer und seine Lieferanten. Au. Verdammt. Nein. Falsche Richtung Tür. So, waren jetzt nicht die gezieltesten Schüsse. 30 noch übrig. Unten links auf der Karte gut zu sehen. So, klar, ich habe jetzt nicht so die gezielten Schüsse, aber ich will eher ein bisschen vorsichtiger sein. Während ich mich hier total verschieße. So, nachladen. Na komm, den machen wir erstmal down. Das sind aber 3 Stück. So. Die zielen echt super, die Typen. Na, na, Headshot. Jawohl, sogar ein Headshot noch. Achso, es war schon. Ja. Okay. Achso, das war schon, okay. Ich habe mich eben gewundert. Hallo? Das ist schon mal ein bisschen was anderes, weil das hier natürlich sehr viel realistischer aussieht als jetzt vielleicht GTA San Andreas. One love. Ich find's echt super, wie die reden. Okay. So, wieder sehr coole Räume hier auf jeden Fall. Ach ja. Sports Pages. Blanking Wins. So, da soll Nico ein bisschen mit seiner Waffe rumhantieren. Wenn ihr versteht, was ich meine. RIP. Das krasse ist halt, dass die Texturen hier wesentlich schärfer sind. Also das hier kann man in der Konsolenversion ganz klar nicht lesen. Und hier könnte ich sogar die... Also ich müsste jetzt... Von mir aus müsste ich jetzt näher an den Bildschirm ran. Aber dann könnte ich, glaube ich, auch diese Seiten hier unten lesen, die hier. Ja. Ja doch, ich kann die sogar so lesen. Das ist echt krass. Also die Texturen sind wesentlich schärfer. Das muss man der PC-Version lassen. Klar, es gab sehr viel Kritik über die PC-Version. Die ist... Ich weiß nicht. Das ist natürlich... Es könnte eine bessere geben, aber ich meine, es ist... Naja, es ist, die ist nun mal besser als die Konsolenversion. In dem Sinne. Alright, mein Mann Nico. How's it going? Okay. You and Batman got any more work you need help with? It's a funny thing you should mention that to my brother. Batman is right impressed with what you're doing for I&I. He wants to know if you want to deliver some package around town to some various people and things in the city. Plenty of calling that for you, you know. That sounds good. Wicked man, give her a call when you're ready for this first run. There'll be a lot of work, so call whenever, you know? One love, Bridget. Das ist cool. Okay, du kannst ja zusätzliche Arbeit für Jacob machen. Wähle die Option Job im Telefonmenü aus. Genau, für Roman könnten wir natürlich auch noch Jobs machen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aber wie gesagt, wir werden uns hier eher auf die Hauptmission konzentrieren. Ich glaube sogar, dass ich, also als ich es privat gespielt habe, hatte ich das auch gar nicht gemacht. Also so Roman oder Jacob hatte ich jetzt nie so angerufen. Da können wir dann, glaube ich, auch noch ein bisschen unsere Freundschaft, sage ich mal, steigern. Was jetzt ein bisschen komisch klang, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. So, da wären wir draußen.
Und ja, den Job hatten wir erfolgreich erledigt. Ich bin glücklich und froh. Ah, das kann ich auch kurz erwähnen. Mit der Maus komme ich jetzt hier auch nicht mehr aus dem Bildschirm raus. Glücklicherweise. Bei GTA 3 und GTA San Andreas, GTA 3 und Vice City kam es nämlich vor, dass die Maus oft aus dem Bildschirm raus ist. Aber jetzt, ihr seht's, sie bleibt drin. Sehr angenehm übrigens. Nur um es kurz erwähnt zu haben. Ja, cool, hätten wir geschafft. Also, na, wegen der PC-Version jetzt. Sagen wir es mal so, besser eine schlechte PC-Version als gar keine, wenn ich es jetzt so sagen müsste. Ne? Also, es gibt ja eine, bin ich auch glücklich drum. Könnte, sie hätte natürlich wesentlich besser sein können. Hätte wahrscheinlich auch nochmal ein Stück schicker aussehen können, aber ich meine, das sieht schon super aus. Na, da kann man sich jetzt auch nicht so sehr beschweren. Wir gucken jetzt mal bei Faustina vorbei. Au. Ich finde super, wie er hinfällt. Also so physiktechnisch ist das natürlich nochmal ein Stück besser hier. So, dann gucken wir mal bei Faustina. Ach Mann, ey, sind wir so weit weg. Soll ich mir ein Taxi nehmen? Weißt du was? Nein, ich gehe mal weg. Weißt du was, ich nehme jetzt mal ein Taxi. Na, Bitch. Fahren die echt wieder super. Ich nehme mir, glaube ich, jetzt echt mal ein Taxi, falls ich eins finde. Taxi. Nein! Au. Ich finde es echt super, wie er sich hinlegt. Sieht echt sexy aus. Dann ist wieder ein Hubschrauber. So, ich hoffe, ich bin jetzt auch nicht zu nah am Mikro, obwohl es mir irgendwie wieder zu nah vorkommt, weil ich hatte es ja schon mal erklärt, das Mikro nimmt anscheinend bisher irgendwie alles lauter auf. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, hatte ich schon mal. Keine Ahnung, vielleicht Wackelkontakt oder sowas, oder, na, ich weiß auch nicht. Warte, war das mit F oder, nein, mit G? Was muss ich denn, nein, was muss ich denn klicken? Ja, E. Okay, hat mich, super. Habe ich auch noch nicht so wahrgenommen, dass der, er macht dann immer so eine Handbewegung, der Taxifahrer. Nein! Nein! So. Jetzt. Hä? Steig doch mal ein. Okay, ich drück's anscheinend zu lange. Machen wir nochmal. Ich bin gerade irgendwie zu blöd. Jetzt. Hey, what's up, man? Wegpunkt. Da fahren wir uns. Das soll uns mal hinfahren. You got it. So, überspringen wir mal. Ist jetzt nicht so nötig, da zuzusehen. Lade. Ah, $35. Das hier? Perestroika?